Weil ich finde es auch wichtig, sowas mal zu erwähnen, einfach nur aus dem Grund, weil man sieht das alles nicht. Und ich bekomme so oft Nachrichten, wenn ich irgendwelche Posts auf Instagram schreibe, wo ich darüber schreibe, dass es mir ja, momentan nicht so gut geht oder dass ich auch Phasen habe, die also so Tiefs habe. Schönen guten Morgen. Wir sind bereits im Studio und unsere Spiegel werden gerade geliefert. Also, wir sind richtig gut in der Zeit, sehr passend. Und ich ziehe jetzt erstmal meine Jacke aus. Oh, hier ist so richtig Chaos. Richtig Chaos. Aber richtig gut, wir kommen an und genau in diesem Moment kommen auch die Spiegel an. Die werden mit DPD geliefert. So. Die Jacke aufgehangen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist sie. Und da ist der fresche Alexander Gerade mit weggefahren. gemachten Haaren. Echt, die sind gerade Gerade weggefahren. weggefahren. Ich habe gehupt, auch Gesichtshupe gemacht. Sonst hau rein, heute nichts mehr mit abholen. Hätten wir das morgen gebracht. Da sind sie, unsere Spiegel. Da haben wir echt Glück gehabt. Gut, dass du ein bisschen zackiger gefahren bist als ich. Wir sind heute auf zwei Autos gefahren, weil wir ganz viel Müll wegbringen müssen und noch zu Ikea später wollten. Genau. Aber jetzt werden wir uns erstmal einen Tee machen und ein bisschen den Tag planen, was alles ansteht. Ich werde gucken, ob die alle so weit Und ich geworden werde jetzt sind. erstmal die Heizung anmachen, weil es ist arschkalt. Beziehungsweise die Heizung ein bisschen erhöhen. Junge! Wir legen jetzt mal los. Ich denke, ich werde mich auch ein bisschen schminken. Mal schauen. Jetzt haben wir die Zeit dafür. Und währenddessen machen wir Planung. Mein Make-up ist jetzt fertig. Heute hier mit künstlichem Licht. Ich hoffe, es einigermaßen gut aussieht. Guck mal. Hier ist ein Fenster. So. Oh, überbelichtet. AF, aber hey. Make-up fertig. Wollte euch ganz kurz sagen, was ich auf den Lippen trage, weil das immer wieder mal gefragt wird auf Instagram. Und zwar trage ich letzte Zeit sehr, sehr gerne einfach nur einen Lip Liner. Heute habe ich zwar auch einen Lippenstift noch mit drauf, aber sonst ist es ganz, ganz oft der hier von NYX in der Farbe Nude Beige. Und heute habe ich dann noch auf meine Lippen drauf getupft, einfach nur mit dem Finger, den hier. Und das ist Sandstorm. In der Farbe Sandstorm. Genau. So, und das ist dann mein fertiger Look für heute. Heute alles matt. Und jetzt werden wir unsere To-Do-Liste abarbeiten. Wir haben uns eine To-Do-Liste geschrieben für all die Dinge, die heute anstehen. Ich hoffe, wir schaffen alles. Wir werden sehen. So, Leute, wir haben jetzt einen ziemlich erfolgreichen Bürotag. Oh, bitte schaut nicht auf mein Bildschirm. Auf meinem Schreibtisch, der ist voll, 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 weil da so viele Projekte sind, die gemacht und bearbeitet werden müssen. Tisch Nummer 3. Was wollte ich sagen? Ja, also wir haben Büro gemacht, ganz viel Zeugs, was wir noch erledigen, planen, bestellen, anfordern, anfragen und weiß was ich was müssen. Das haben wir auch so gut es geht eigentlich gemacht. Wir haben einen Ort erstellt, dass man bei Instagram das Ganze auch markieren kann. Ich habe das Video komplett fertig gemacht, das Ankündigungsvideo, was ja heute online gehen soll. Und eigentlich hatten wir das gegen 18 Uhr geplant, aber ich habe einen Termin um 18 Uhr und deshalb wird das wahrscheinlich auf 20 Uhr hinauslaufen. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott.
Das ist so cool. Ich freue mich total und ich bin so aufgeregt einfach. Ja, bin schon so super gespannt auf die ganze Reaktion. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Wir haben hier schon die Bananen vernichtet und ein, zwei Äpfel gegessen. Jetzt fahren wir nach Hause, Mittag kochen, dann schön Mittag essen und um 17.30 Uhr, nee, kurz nach 17 Uhr müssen wir schon los. Ja. Ja. I'm ready. Yes. Jetzt gehen wir noch mal zu unserer Verwaltung und sprechen noch ganz kurz was ab. Ich habe hier meine Handys. Und ja, genau. Also los geht's. Perfekt. Ich hab direkt alles kaputt gemacht. Die kannst du aber auch anschrauben, ne? Du brauchst eine Spray. Mach ich auch nicht. Alles gut. Mittlerweile wieder zu Hause. Und mein Baby hat heute Essen gekocht. Echt? Nochmal? Eigentlich kocht sie immer Essen. Gestern war eine Ausnahme. Und zwar gibt es heute One Pot Pasta. Das erste Mal, dass ich die Pasta so mache. Also diese One Pot Pasta mache. Und, mal gucken, ob es schmeckt. Ich habe schon ein bisschen probiert, schmeckt richtig geil. Was soll ich sagen, die gestern waren ein Totalent, was das angeht. Und danach muss ich noch die ganzen Sachen hier fertig machen. Ja, ja. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. So Leute, mittlerweile zu Hause angekommen. Ich bin gestern noch bei ihren Eltern. Und ich habe gedacht, es ist fast 10 Uhr, ich hole mal eben Schei ab. Kleines Statement. Zu dem Ankündigungsvideo, wir haben ja um gegen 20 Uhr das Ankündigungsvideo hochgeladen. Einfach alle haben uns gratuliert, beziehungsweise haben Mika gratuliert und haben sich gefreut. Ein paar wussten es schon oder beziehungsweise haben es geahnt. Mega cool, wir freuen uns wirklich, dass das Video so gut angekommen ist und ja, wir sind einfach mega glücklich. Ich sehe jetzt zu, dass ich Shia einpacke, zu Vikas Eltern fahre. Ich weiß nicht, ob wir einen Abspann hinkriegen noch. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon eine angenehme Nacht, einen guten Tag, egal was. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, beziehungsweise wir bedanken uns sehr für eure Unterstützung, für eure Glückwünsche und den einen oder anderen sehen wir ja bestimmt auf der Eröffnungsfeier. Ja, wir freuen uns einfach. In diesem Sinne, ciao Leute. Hallo ihr Lieben. Der Vlog geht ja für euch weiter. Wir haben vorgestern einfach aufgehört zu vloggen, weil wir die Kamera nicht mitgenommen haben. Wir hatten ja einen Termin nach dem Essen. Das Essen war übrigens ein Gaumenschmaus. Wir sind dann nach dem Termin bei meinen Eltern gewesen, haben uns verquatscht und sind sehr, sehr, sehr spät nach Hause gekommen. Sind dann nur noch ins Bett gefallen. Ja, gestern haben wir nicht gevloggt und heute geht es dann wieder weiter. Heute Morgen waren wir schon bei Obi, fahren jetzt gleich zu Bauhaus, bringen unser Laminat zurück, was übrig geblieben ist. Die verschlossenen Verpackungen, die übrig geblieben sind, bringen wir zurück. Alex ist gerade im Studio und holt das Laminat und die Quittung. Und heute ist so ein bisschen Besorgungstag. Wir wollen alles soweit besorgen, was wir noch brauchen. Wir haben gerade bei Obi Arbeitsplatten uns angeschaut, weil ich ja quasi die Spiegel, also die Arbeitsplätze, die Make-up-Plätze, ich wollte Spiegel anbringen, Stühle sind ja schon da, Spiegel sind ja auch schon da, aber noch nicht angebracht. Und da wollte ich halt so eine Arbeitsplatte, so eine Küchenarbeitsplatte als Arbeitsplatte nehmen. Ja, und das haben wir uns jetzt gerade angeguckt, haben ein bisschen geschaut, wie, wo, was. Vorher waren wir auch im Studio drin, haben das alles ein bisschen abgemessen. Genau, so viel dazu. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben gar nicht geschaut nach der Abdeckung. Wir wollen nämlich die Heizung auch abdecken. Denn die soll so ein kleines bisschen als, ja, als was genau wissen wir noch nicht, ob das als auch so eine Sitzfläche dient oder eher als eine Fläche, die so eine Dekofläche, so eine Ablagefläche. Muss ich auch nochmal schauen, denn ich bin immer noch dabei, das Schaufenster zu planen. Also da ist noch nicht so wirklich safe, was dahin kommt. So viel dazu. Ich bin ein bisschen fix und fertig. Also so langsam, muss ich ehrlich sagen, wenn man die ganze Zeit durchzieht, dann ist man schon ein bisschen kaputt. Wir haben auch gestern echt entspannt gemacht. Nicht so viel, ganz viel Papierkram, Büro,
Zeugs, also nicht ganz so anstrengende Sachen, sage ich mal. Genau. Haben auch uns bemüht, ein bisschen auszuruhen, haben auch abends dann ein bisschen Serie geguckt und sowas. Einfach mal, um durchzuatmen. So viel dazu. Ansonsten steht heute halt eben nur die Besorgung an. Mal gucken, ob wir es noch zu Ikea schaffen, ob wir noch zu Ikea überhaupt fahren, weil es heute Samstag ist. Ist immer so. Ja. Ach ja, wichtige Sache, die ich mit euch teilen wollte. Ich wollte auch hier mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für all die Glückwünsche am Donnerstag. Also an dem Tag, als wir gevloggt haben, haben wir, als wir bei meinen Eltern waren, das Ankündigungsvideo online gestellt. Und es haben mich sehr, sehr, sehr viele wundervolle Nachrichten erreicht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Wirklich, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich freue mich über jeden, oder wir freuen uns über jeden, der am 14.03. dann auch vorbeischaut bei der Eröffnung. Ich weiß nicht, wann dieser Vlog hier online geht. Vielleicht schon vorher, vielleicht auch nicht. Jedenfalls möchte ich aber hier nochmal sagen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke. Wie kann ich dir helfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wo ist mein Hulk? Du meinst, das hier für so eine Dings wiegt, Alter. Keine Ahnung. Alter, das hat echt geburnt, ey. Ja, siehst du, genau das gleiche ist mir. Ja. Zeig mal. Jetzt habe ich hier so einen extra Strich. Ja, mir ist genau das gleiche passiert. Komm. Mann. Ah, ich kann nicht mehr greifen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich der Job der Mitarbeiter hier. Wir hätten jemanden rufen sollen, aber wir haben es selbst gemacht. Wir sind jetzt seit Stunden hier schon in einem Baumarkt und haben uns jetzt die Arbeitsplatte ausgesucht. Haben 4 Stunden gestruggelt, wie wir die Heizung abdecken. Wir wollen die Heizung abdecken, die am Eingang ist. Und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass wir noch ein paar Ausmesser machen müssen. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall diese Platte in Auftrag geben, denn die beiden Stücke hier werden dann quasi so zugeschnitten und zusammengesteckt. Und sowas dauert halt immer ein bisschen. Das können wir dann nächste Woche abholen. Das ist erstmal der Plan. Und dann fahren wir wieder ins Studio. Und dann werden wir das ausmessen, was uns noch fehlt. Ja, und dann muss ich halt... Nein, du musst so gar nicht. Wenn wir die Platten abholen, dann fahren wir hierher und dann holen wir das. Ja, meine ich. Die Kabelkanäle und sowas kann ich dann, wenn wir alles abholen, mitnehmen. Ja, also unser Plan für heute ist nicht so richtig aufgegangen. Wir wollten heute alles besorgen, damit wir morgen das alles installieren und aufbauen können. War wohl nichts, macht aber nichts, wir haben genug anderes Zeugs zu tun. Wie ja. Zum Beispiel die Planung der Eröffnung. Yay! Ja, kriegen wir schon hin. Ja. Wir geben das jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja, ihr Lieben, wir sind schon seit einer Weile zu Hause. Ich weiß nicht, heute ist einfach irgendwie nicht mein Tag. Es war kein besonders anstrengender Tag, also wir hatten bis jetzt wirklich viel anstrengendere Tage, aber man merkt, dass langsam so ein bisschen die Kräfte schwinden, sagt man das so, ja. Es ist einfach, wenn man so viele Tage hintereinander die ganze Zeit reinsteckt, und ich meine, es ist auch ein emotionales Ding. Mir ist ja ganz, ganz viel halt auch wichtig und ich mache mir bei manchen Dingen auch unnötig Stress, also was das Studio jetzt angeht. Und ja, ich habe schon gestern fing das schon an, dass ich so gemerkt habe, dass ich einfach keine Energie mehr habe. Und heute war das richtig extrem. Und dementsprechend war der Tag sehr anstrengend für mich, obwohl, wie gesagt, es schon anstrengendere Tage gab. Ja. Ja, und wir sind jetzt auch seit einer Weile hier zu Hause, haben ein bisschen hier und da was gemuddelt und gemacht. Jetzt haben wir uns was zu essen gemacht, beziehungsweise eigentlich hat Alex alles gemacht. Ich habe jetzt ihm nur ein ganz kleines bisschen geholfen. Aber du hattest die Idee tatsächlich. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Kartoffeln im Backofen fertig zu machen. Genau, also ich hatte Bock auf Bratkartoffeln, aber
Vielleicht kennt ihr das, in der Pfanne werden die oft nicht so, wie man es gerne hätte. Ein kleiner Tipp am Rande, macht das im Backofen, dann werden die so richtig schön knusprig. Und danach habe ich das einfach alles zusammen gemixt. Ich habe Zwiebeln angebraten mit Knoblauch, Tofu, Zucchini und Brokkoli haben wir dampfgegart und dann auch noch mit reingegeben. Und im Ofen haben wir dann die Kartoffeln gemacht und die dann auch mit dazu gegeben. Genau. Ja. Cashew-Soße ist von letztem Mal und ja, die benutzen wir so minimal als Topping. Genau, das machen wir uns jetzt ein kleines bisschen drüber. Dann essen wir und ja, also ich bin heute echt durch. Es wird heute wahrscheinlich nicht mehr viel passieren hier. Hast du noch was zu sagen? Nee, also manchmal braucht man echt Tage, wo man, sag ich mal, für sich selber ist und einfach mal abschaltet. Und ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal was man gerade macht, was für Projekte man gerade hat, ist halt die Balance, also das Gleichgewicht, dass man nicht nur durchzieht, also klar soll man auch durchziehen, ist ja logisch, ne? Aber man darf halt auch nicht vergessen, Pausen zu machen. Ja. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen natürlich, dass euch dieser Vlog hier gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit wieder ein bisschen mehr Energy, ein bisschen mehr Freude und gute Laune und keine Ahnung. Aber ich finde es auch wichtig, sowas mal zu erwähnen, einfach nur aus dem Grund, weil man sieht das alles nicht. Und ich bekomme so oft Nachrichten, wenn ich irgendwelche Posts auf Instagram schreibe, wo ich darüber schreibe, dass es mir ja, momentan nicht so gut geht oder dass ich auch Phasen habe, die, also so Tiefs habe, was ja vollkommen normal ist, was ja jeder hat, dann sind sehr viele mega überrascht und denken, wow, hätte ich niemals gedacht, dass du das hast. Ich kriege echt viele Nachrichten diesbezüglich. Aber hey, Leute, ich bin auch nur ein Mensch und natürlich habe ich das auch. Und das gehört dazu. Also, das ist das Leben. Man muss, ich meine, wir lernen immer alle irgendwie, ne? Und ja, ich bin auch gerade dabei, den richtigen Ausgleich zu finden zwischen Arbeit und Erholung. Ja, tatsächlich ist es immer so im Leben. Man muss in allem die Balance finden. Wenn man von einer Sache zu viel macht, die man auch liebt. Ja, genau. Ich wollte das gerade sagen. Also es ist halt schwer. Meine Arbeit ist quasi auch meine Leidenschaft. Also es ist echt schwer, da Pausen zu nehmen. Man nimmt ganz viele Sachen immer an. Und dann macht man das ja auch gerne, so ist ja nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es dennoch immer noch Arbeit ist und nicht aufhört, Arbeit zu sein. Und ja, das wollte ich nochmal eben sagen. Man muss sich trotzdem auch von Dingen, die man gerne tut, erholen. Weil dann tut man sie noch lieber als so schon. Also, genau, so viel dazu jetzt. Aber einen wundervollen Tag wünschen wir euch. Erholt euch zwischendurch, gönnt euch eine Pause, das ist immer gut, weil dann kann man auch wieder richtig, richtig durchstarten. Und wir hoffen, euch hat dieser Vlog gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Und bis dahin alles, alles Gute. Wir haben euch lieb. Bis die Tage. Ciao, Leute.